willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Tisch. Mit Tisch. Heute mit Kollega. Ja. Und Wildtaler Dustin. Ja. Und heute geht es wieder um die Rollene. Tischplatte. Wer die gewinnen möchte, das ist klar. Da seid ihr. Freunde, habt ihr auch mal Bock hier zu sitzen? Werbt euch mal in den Kommentaren mit einem lustigen Spruch, mit einer tollen Begründung. Daumen nach oben natürlich nicht vergessen, sonst gibt es direkt einen Nackenklatscher. Unter der Folge mit Lea, hier unter dem i zu finden, hat Deacon St. John minus BR1VB kommentiert. Benny, du geile Sau, du hast das Ding geholt, Junge. Top, mach weiter so, du charismatischer Nasenbär. Ich glaube an dich. Ja, ja, super. Solche Kommentare werden gerne verlesen, also schreibt gerne rein. Ja, Regeln wurden geklärt. Dustin, du bist ein absoluter Kult-Wildcarder. Dafür geht's immer von mir. Bleib sauber, Kollege. Und hier die Faust natürlich, ne? Alles klar, los geht's! Welche europäische Hauptstadt ist bekannt für ihre Sachertorte? Wien! Ja! Worum handelt es sich bei CBN, CBC, CBD und THC? Britische Fernsehanstalten oder Cannabinoide? Cannabinoide. Wie nennt man den saugfähigen Faden, an dem man eine Kerze anzündet? Docht. Gott. Wie heißen in der Harry Potter Welt Menschen ohne magische Fähigkeiten? Muggel. Welche Disziplin ist bei einem Triathlon neben Radfahren und Laufen zu absolvieren? Schießen. Schwimmen. Wie hieß das Ding im ersten immer? Der wollte ja gegen Wände schießen. Das Biathlon. Es war klar. Das war aber echt einfach. Mobbing beginnt. Das muss man wissen. Oh. Trinkbar. Boah, ist der Scheiße. Uah. Kollege, hast du einen stabilen Magen? Ich würde schon behaupten, ja. Ich habe 20 Touren gespielt. Muss. Ja, stark. Was passiert eigentlich, wenn die Tour vorbei ist? Gibt es da so eine Afterparty? Immer weiter. Ja? Nach der Tour ist vor der Tour. Ist das so? Ja, das ist ja Rockstar-Life. Du trinkst ja keinen Alkohol. Das heißt, bist du jemand, der sagt, ich bin auch ohne Alkohol, flipp ich drauf und tanze gerne auf den Tischen? Ja, definitiv. Geht ja auch. Ja. Ich mach mein Ding auch ohne Alkohol. Ich mach mein Ding. Egal was? Die anderen sagen. Dustin, du bist wie Inas Nacht hier. Hilfischposten hier. Du bist 29 Jahre jung und kommst aus Magdeburg. Erzähl mal, was gibt's denn in Magdeburg Schönes? Oh, das 100-Wasserhaus, ja. Hübsch. Den Magdeburger Dom, den kann man sich angucken. Die Elbe. Die Elbe, aha. Aber liegt Magdeburg nicht in Berlin? Nee, in Sachsen-Anhalt. Ich dachte immer, Magdeburg wäre in Berlin. Dennis, du auch, komm. Nee, das weiß man wirklich. Okay. Du bist Ermittlungsbeamter für Jugend- und Prostitutionsschutz. Genau heißt es. Verwaltung und Vollzugsbeamter bei der Stadt und unter anderem fallen unter meinen Bereichen oder in meinem Team Jugendschutz, Prostitutionsschutz. Entweder kommen Anrufe von besorgten Bürgern, die sagen, hier nebenan kommt Gestöhne raus, prüft das mal bitte ab und dann... Kann bei mir oft passieren, meine Nachbarschaft. Ja, genau. Und dann ist es oft der Fall, dass da illegal Prostitution ausgeübt wird und der Sache gehen wir danach. Als Zuhälter-Boss, was ist deine Antwort darauf? Du bist ja quasi dann... Ja, das ist mir jetzt fein. Ach komm, klick gleich die Handschellen hier. So, neuer Shot bitte. Frederik, bring die Shots. Applaus. Hey. Du kannst hier fest anfangen. Das macht Laune. Oh, das sieht lecker aus. Ist das Absinth? Schön wär's. Das schmeckt, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist tatsächlich sehr ekelhaft. Nach welchem Vogel ist ein vorgetäuschtes Foul im Fußball benannt? Schwalbe. Mit wie vielen Jahren fängt laut Udo Jürgens das Leben an? Mit 66. Wie nennt man umgangssprachlich einen Sprung ins Wasser, bei dem man mit nach vorne hochgezogenen Beinen und dem Gesäß voran ins Wasser springt? Bombe, Arschbombe. Wie alt ist die Erde? Mehr oder weniger als 100 Millionen Jahre? Weniger. Nein! Wie kommst du? Wie das weißt du denn auch? Das weiß man. Oder ist das absichtlich? Woher willst du das denn wissen? Also, bist du dumm, dass du als dumm giltst. Woher willst du das denn wissen? Das weiß man. Woher willst du das denn wissen? Ich meine, mehr als 100 Millionen Jahre. Wegen Dinosauriers. Die Dinosauriers. Können wir ganz kurz für den Tüchlein kriegen? Für den... Oh, ist das schlimm. Boah, nee, das ist ja wirklich widerlich.
Kollege, dein neues Album La Deutsche Vita erschien am 7. Juli. Dafür gibt's einen riesen Applaus. Pünktlich beim Dinner, das Schnitzel Wiener. Der Colt ist Walter, La Deutsche Vita. Der Schäferhund beschützt den Boss als Schwerverdiener. Anderes Kaliber, La Deutsche Vita. Wie viele Tracks sind auf dieser Platte? Ich habe nicht mitgezählt, aber es sollten um die 30, 40, 50 sowas sein. Also genug für die nächste Zeit. Wie kommt man auf die ganzen Ideen? Das ist ja, für mich würde ja nicht ein Song einfallen. Viele Ghostwriter einstellen, ja, ist das geil. Ja. Ja, bezahlen natürlich, ganz wichtig. Na, klar. Das machen wir leider nicht, aber im nächsten Leben definitiv. Welche beiden fiktiven Ermittler gehen seit 2002 in Münster im Rahmen der Fernsehreihe Tatort auf Verbrecherjagd? Thiel und Börne oder Toto und Harry? Boah, sorry, keine Ahnung. Toto und Harry sind ja... Niedrig und Kuhn! Nein, Börne da, glaube ich, ja. Toto und Harry sind ja die Ruhrpott-Bullen. Ich habe mit den Cops nichts zu tun, Mann. Natürlich, klar. Dann muss ich das trinken, okay. Was Feines. So, Dustin, du hast den Kolle schon mal getroffen. Ja. Erzähl mal bitte die Geschichte. 2017 auf der Imperator-Tour. Und da hast du mir auch voll eine verpasst. Und danach habe ich dich angezeigt. Weißt du noch, da hast du mir 40.000 Euro. Das ist die Anzeige. Also du hast den Pokal gewonnen auf der Tour, genau. Bei dem Contest auf der Bühne. Was war das nochmal? War das Bankdrücken oder war das Punching? Das war so ein Battle-Contest. Ich bin der übelste Hühner. Vor dem Konzert sagte ein Kollege zu mir, Ali Buhmann, hier ist auch hier. Jetzt steht der Fettsack vor mir auf der Bühne. Battle King. Genau. Das ist der Battle King. Wow. Mein Lieber. Welche britische Schriftstellerin veröffentlichte 1813 ihren bekannten Roman Stolz und Vorurteil? Jane Austen oder Katie Price? Jane Austen. Das sind die Jux-Fragen, die will ich auch haben. Wann wurde das Reinheitsgebot für deutsches Bier erlassen? 1516 oder 1916? 1516. Aus welchem Film stammt das Zitat, ich sehe tote Menschen? The Sixth Sense. Hey. Ja, ich hab gelacht, weil ich Sixth Sense gesagt habe. Aus welchem Film stammt das Zitat, das ist Sparta? 300. BMI. Aus welchem Film stammt das Zitat, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt? Forrest Gump. Aus welchem Film stammt das Zitat, Chantal, heul leise? Fuck you, Goethe. Welcher Teil? Welche vorwiegend aus Aminosäuren aufgebauten Eiweißkörper, die durch Peptidbindungen verknüpft sind, werden zum Aufbau von Muskeln benötigt? Sperma. Protein, oder? Eiweiß. Und das weiß man auch. Du, boah, bist du blöd, echt, Hammer. Was ist los? Hä? Aber ist Eiweiß nicht Protein? Sperma, Eiweiß? Ja komm, du Dirty jetzt hier. Nee, aber ernsthaft, eine wissenschaftliche Frage. Das ist doch Eiweiß. Nee, du kennst ja, dann wäre die Antwort ja auch alles gewesen. Protein drin, das ist ja falsch. Skier. Und das Ding. Das Teil brauchen wir. Das ist unfair. Es wurde gegen mich gearbeitet. Kannst du als Polizeibeamter aber gegen was tun? Kann ich jetzt mal die Anzeige erstatten? Ich bin kein Polizeibeamter. Ah, für mich schon. Naja. Echt? Okay. Tja, Freunde, das war ein Kurzvergnügen. Ich gehe mir jetzt die Blasen ausstechen und wünsche euch einen schönen Tag. So. In welchem Land am Mittelmeer hat der Bauernsalat, auch Kuriatiki genannt, seinen Ursprung? Das müsste Griechenland sein. Ach, stimmt. Welches beliebte Suppengemüse wird auch Porri genannt? Lauch. In welchem Grimm-Märchen heißt es Ruckedigu, Ruckedigu, Blut ist im Schuh? Strubbelpeter? Keine Ahnung. Die Tauben sollten wieder spielen. In Sinne seit eins Ding, ne? Seit eins Märchenstunde sollten wir die Tauben spielen. Das müsste Schneewittchen sein? Aschenputtel. Ich weiß nicht, wie du guckst, aber bei Schneewittchen gibt's keine Tauben. Okay. Lecker. Das schmeckt mir. Du hast so ein kleines Schweinchen auf der Brust, aber ist das dein... Du soll mir Glück bringen.
okay, aber das, du hast privat jetzt kein Schwein zu Hause. Nee. Apropos Schwein. Also Single. Apropos Schwein. Du möchtest von Prinz Markus adoptiert werden. Wie kommt Prinz Markus dir im Begriff? Für mich ein sympathischer, lustiger Typ, ne? Der hat immer roten Kopf, hat er immer. Ja, und lustige Sprüche. Aha. Das Leben ist einfach geil und ich bin so glücklich. Okay, okay. Wie bezeichnet man das gesetzliche Verbot der Produktion und des Verkaufs von Alkohol? Prohibition. Ja, es war zu spät leider. Hätte ich niemals gewusst. Ach du, nicht vom Stuhl fallen. Nee, du hast noch einen, oder? Okay, einen haben wir noch. Ja. In welchem Wald lebte der Legende nach Robin Hood? Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Central Park. Weiß ich nicht. Volksgarten. Ah. Ah. So, direkt der nächste Anliefer, bitte. Wie viel ist 1005 minus 8? 98. 998, oh Gott! Ja, was ein Schlitzer! Du hast es fies. Lecker, das schmeckt lecker. Uah. Machst du aktuell noch Musik? Bist du musikalisch noch? Noch? Achso, nee. War das damals so ein Gag, dass du da auf die Bühne gelaufen bist? Okay. Also bist du kein Hersbruch-Musiker? Mm-mm. Okay. Du schon? Das war dein erstes und einziges Battle? Genau. Schade, hättest eigentlich die Karriere noch weiter verfolgen können. Willst du mal wieder antreten gegen jemanden? Lad mich auf die Tour ein. Kommt eine Tour? Wenn eine Tour kommt, lade ich dich ein. Als Parkplatzeinweiser. Mit welcher japanisch-amerikanischen Künstlerin war John Lennon bis zu seinem Tod verheiratet? Yoko Ono. Unter welchem Namen kennt man den Schauspieler Carlos Irvin Estevez, der vor allem durch die Hauptrolle in einer Sitcom bekannt ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du sollst wohl raus. Ist es dein letzter? Vorletzter. Alle noch ein Leben. Ah! Frederik Neuers Shot. Wie wird die meist illegalerweise von Fans im Fußballstadion abgebrannte Pyrotechnik umgangssprachlich genannt? Bengalo. Zu welcher Fertigungsform führte die Strategie Henry Fords, um die Produktivität zu steigern? Verbrennermotoren? Fließband. Ah, Alter, das ist ja wirklich Hammer! Hammer harte Fragen! Ah, Dankeschön. Bin ich raus, oder? Und damit ist Kollege raus aus dem Spiel! Machst du mir einen Applaus! Du hast so eine Kamera und da kannst du dich von deinen Fans verabschieden. Da ist deine. Fans, macht keinen Unsinn, kauft meine Alben, kommt zu den Konzerten, bleibt stabil, mit dem Siegerlächeln in der Fresse und dann voll rein in die Masse. Und damit stehen Dustin und ich im großen Finale. Wir spielen entweder oder. Ich bin ein Malle-Song. Mama Lauda. Ja, korrekt. Wie soll ein Mensch das ertragen? Korrekt. Nein, natürlich. Und damit gewinnt Dennis. Korrekt oder nicht? Doch, bevor du die große Tischplatte bekommst. Ich würde Philipp Poisel gerne auch dazu einladen, vielleicht mal einen Malle-Song zu machen. Ja, wie soll ein Mensch das ertragen? Wie soll die Leber das ertragen, kann man da irgendwie umsetzen? Ja, genau. Ja. Das ist natürlich, das ist teilweise schon skandalös. Ja. Tja, dann schreit zur Tat. Ja. Applaus für Dustin! So, Dennis, damit. Schon wieder. Langsam wird es für auch viele Leute langweilig. Das Horn haut an den Finger von dem ganzen Hochstemmen. Nicht von dem Stemmen. Gewinnt Dennis. Gut, und weg. Riesenapplaus. Danke. Ja. 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 Schönes Ding. An dieser Stelle auch Riesenapplaus für unseren heutigen Gast. Kollege! Ja.
Und das denn natürlich auch. Der hat ja schon einen bekommen. Nochmal das denn. Okay. Ja, großer Applaus für Benjamin Bernd Wolter. Ich bin ein Hase. Kommen wir nun zur Endcard. Oben beim Video von Ultraviolett Stories. Und zwar zu sich finden mit Woman's Circle? Fragezeichen. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder Weg dem Quiz mit Tisch. Tisch reimt sich auf Fisch und auf Frisch. Ciao. Ich bin ein Hase. Okay.